So, und herzlich willkommen zurück. Jawolla, jawolla, wir müssen ins Wachsen, müssen wir noch. Ist ja nicht weiß unter Licht. Jawoll, 73,92% zum Güte vom Preis von 1200 Euro. Langsam geht unsere Kohle auch wieder ein bisschen höher. Training, extra Training, was müssen wir denn machen? Rasante Abfahrt, schwarze Piste, wehe, wenn sie stürzen, unterbieten sie den Zeitrekord von 1,43. Probieren wir. Darf nur nicht stürzen. Nur nicht stürzen und voll in der Hocke bleiben. So, ab geht's. 97%. Besseren Start geht schon mal gar nicht. Also, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir wirklich nicht stürzen. Letztes Mal hätten wir es vielleicht geschafft. Aber ich darf mich nur nicht auf die Fresse legen. Ja, endlich kommt hier mal ein bisschen Schwung in die Bude. Eieiei. Ich glaube, dann ist es möglich, das zu schaffen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das Springen schlauer ist oder geradeaus zu fahren. Wir springen einfach mal. Ich glaube, dass das kürzer ist. Mensch und Material sind hier den allerhöchsten Belastungen ausgesetzt. Eieiei, das war knapp, Leute. Das war knapp. So, komm, ich will das jetzt schaffen. Eieiei. Nein! Leck mich doch am Arsch, Alter. Ach, scheiße, ey. Wir hätten es vielleicht geschafft. Keine Ahnung. Schade. Naja, leider konnten wir es nicht trainieren. Jawohl. Ja, wir sind ja schon in der Amateurliga. So. Aber wenn wir in der Amateurliga sind, warum haben wir dann immer noch denselben Trainer wie noch Amateur? Steht ja auch rum. Ja, doch, wir sind Amateur. Ja, doch, stimmt schon. Wettkampf. So, Super G, jawohl. Ab geht's, Super G. Augenblick. Ja, okay, wenn es denn sein muss. Ja, es muss wir sein, sonst wärst du ja nicht da, du kleines Arschloch. Im Super G und freuen uns so, auf einen spannenden Wettkampf. Okay, aber wenn man ganz nach oben in die Rangliste will, muss man einfach noch dynamischer starten. Oh, oh, Alter, was geht denn gleich hier zum Anfang ab? Dieses Geeignet wird eigentlich kein Mensch mehr ansehen. Was hat er gerade gesagt? Schauen wir uns das Ergebnis. Was hat er gerade gesagt? Das muss ich mir im Video nochmal anhören. Alter, was? Also Weltklasse ist etwas anderes. Ja, ja, halt doch die Gusch. Alter. So, die ersten beiden Tore haben wir jetzt. Jetzt sollte es ja besser werden. Hat dich das Überwindung gekostet, nach dem Unfall wieder auf die Piste zu gehen, wie du es eben geschildert hast? Ja, das kannst du glauben. Es war fast so schlimm, wie wir das erste Mal bei meiner Schwiegermutter zum Essen eingeladen wurden. Der ist gut, das war so schlimm, wie das erste Mal zu meiner Schwiegermutter zum Essen eingeladen zu werden. Erstes Fünfter. Eine Handvoll Fahrer ist noch oben. Ja, aber denk da, das ist die Creme. Richtig. Also vorhin der Start, der war da ja absolut hart. Also das muss ich jetzt ja mal wirklich sagen. Ja, mit diesem Sprung muss er sich nicht verstecken. Nicht immer auf der Ideallinie, aber... Oh, ey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht sein, Leute, echt. Das war elendig. Irgendwas müssen wir anders machen, dass der nicht so weit abhebt und dies und jenes. Also, das kann mir doch keiner erzählen, dass das normal ist, dass der so abhebt. Irgendwas müssen wir ändern an dem Springer. Also, keine Ahnung. Ich werde jetzt erstmal mir hier den Trainermarkt nochmal angucken. Und ich glaube, wir werden einfach mal voll in die Fettnäpfchen greifen und werden einfach mal den Besten nehmen. Scheißegal. Ich werde das jetzt einfach probieren, Leute. Es muss einfach mal klappen. Ja? Extra Training, was möchte der haben? Springen Sie während der Abfahrt weiter als 121 Meter auf der
schwarzen Piste. Sowas haben wir noch nie geschafft. Zurück Trainer trainieren. Jawohl, wir haben jetzt eh hier total den guten Trainer. Der sollte jetzt so langsam hier nochmal richtig was raushauen aus uns. Weil so langsam kann das nicht mehr wahr sein. Super G wieder. Die also, Super-G-Amateure gehen heute ein weiteres Mal an den Start. Naja, halt doch die Schauen Fresse. Wir uns zunächst mal den Trainingslauf an. So. Der Start konnte sich doch sehen lassen. Ja, aber okay. Und wehe, das ist jetzt wieder so eine Scheißpiste. Alter, ich bin nur am Abheben. Es kann doch nicht sein, dass man hier nur abhebt. Alter. Damit setzt er sich jetzt erstmal an die Spitze. Ja, ja. Runter geht's weiter. Also ich finde das sehr heftig, dass der nur am Abheben ist, so wie da jetzt auch schon wieder. Jede kleine Bodenwelle fliegen wir nur noch. Jetzt komm. Jawohl, da haben wir das Ziel endlich mal wieder gesehen. Setzt er sich erstmal ganz vorne fest. Ja, mit 2,56 Vorsprung. Das geht ja schon mal. Ich gehe mal davon aus, dass du damit das Sind wir jetzt? Sind wir wirklich Erster? Jawohl. Im Training, das sieht schon gar nicht schlecht aus. Hoffen wir, dass der Gegenwind den Fahrern nicht zu schaffen macht. Jetzt müssen wir aufpassen. Hier, da lang. Jetzt raus aus der Hocke. So, und jetzt können wir volle Pulle abdüsen. Der Rest war eigentlich nicht so das Problem. Hier vielleicht nochmal rausgehen aus der Hocke. Jawohl. Oh, Alter. Erster Platz bislang, toll. Ja, bis jetzt. Na los. Kit jetzt hier. Ja, das Nein, ey, ich krieg doch einen Rappel hier. Mann, ey. Leckt mich doch alle am Vorhaut, ey. Kleine Vollpfosten. Verdammte Scheiße, Mann. Ich hab Fähnchen nur ganz leicht berührt, disqualifiziert. Oh, die Motto, alles nicht besuchen Sie, die reguläres Training regelmäßig noch Kraftraum, Kraft plus 1. Ja, tolle Wurst. Verloren. Boah, ich hab Fitness verloren, ich hab Technik verloren, ich hab Kraft verloren und ich hab Motivation verloren. Also, es ist doch echt lächerlich gerade. Ich krieg hier gerade übelste Hämorrhoiden. 70,45% Training. Und will jetzt wieder irgendeine Scheiße mitspringen. Rasante Abfahrt, schwarze Piste 1,44. Aber wenn ich nicht stürze, schaffe ich's. Kommen wir nun zur ultimativen Herausforderung im alpinen Skisport. Na, ab geht's. Ja, aber so ein Hüftbuch kann man da nur wünschen. Ah ja, ich gebe dir auch gleich einen Hüftsprung. Ach ja. Ach, wenn du einmal raus bist, ey, dann kannst du's vergessen, echt. Mann, 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 ey, ich krieg hier heute echt die Pimpernellen, Leute. Erstens ist er nur am Rumhüpfen oder geschweige irgendwas anderes. Ich nehme bald keinen Trainer mehr und keinen Wachser mehr und speier erstmal für bessere Skier und Anzug, echt.
Vielleicht bleibt er dann endlich mal mit den scheiß Skiern auf dem Boden. Ja, komm, Ende. Komm, das ist doch totaler Schwachsinn, ist das doch. Trainieren. Ja, sorry für meine Ausflippe, aber das ist so ein Blödsinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Mich riecht das auf in diesem Super-G. Die sind nur am Fliegen. Ja, wenn ich mir das im Fernsehen angucke, ist das aber nicht so. Abfahrt. Disziplin, ganz normal. Abfahrt, ja, das, wenn wir das jetzt auch nicht hinkriegen, ja, dann kotze ich so langsam ins Essen. Echt? Meine Fresse, das kann doch nicht so wahr sein, dass hier ständig nur am Rumhüpfen ist, dieser scheiß Typ hier. Kleine Sprungeinlage. Das waren aber alle höchstens 30 Meter. 35 vielleicht. Ja, du kannst mich mal kreuzweise mit deinen 35 Meter. Ich dir 35 Mal welche ins Maul geschlagen habe. Meine Fresse hier, echt. Echt, das kann nicht wahr sein. Das Spiel ist so simpel, ja, wenn die nicht immer abheben würden. Der zweite Platz. Er hebt ab und... Oh, ja, guter Sprung. Mann, ey. Kriegst du echt Pimpernellen. Platz, wenn er das Tempo bis zur Ziellinie durchhalten kann. Mann, fahr rum um die Kurve. Los jetzt. Können wir jetzt mal bald unten sein? Mann. Jawohl. Damit belegt er fürs erste Platz 1. Ja, aber gerade so. Das wird nicht reichen bis zum Ende. Weil ja, Dritter sind wir. Mal sehen, wie sich die Fahrer in diesem Training. Wir müssen auf jeden Fall einen besseren Start hinkriegen. Die Abfahrt ist wieder nur 79. Bei der die höchsten Geschwindigkeiten erreicht werden. Naja. Ich gebe dir auch eine Geschwindigkeit gleich. Er hebt ab und ein kleiner Hüpfer, würde ich mal sagen. Wir müssen auf jeden Fall, wenn er springt, muss ich die Space-Taste drücken, dass der Balken vollgeht. Dass wir weiterhin die Geschwindigkeit halten. Ich habe es nämlich im letzten Wettkampf mal beobachtet, wenn ich die Taste nicht drücke und wir heben ab, dann verliert er zu viel Geschwindigkeit. Und so können wir jetzt wenigstens die Geschwindigkeit halten. Und dadurch könnten wir jetzt den ersten Platz kriegen, weil ich das vorhin ja nicht gemacht habe. Um das einfach mal zu sehen, wie das ist. Wir haben Platz 1 in der Tabelle. Jetzt haben wir eine Sekunde Vorsprung bis jetzt, das geht. Wieder voll aufladen. Jawohl. Wieder ja, perfekt. Auf dieser Leistung kann man aufbauen. Eieiei. So. Das sollte ein Sieg sein. Noch schneller geht's, glaube ich, nicht. Er ist unten und er steht jetzt auf Rang 1, meine Damen und Herren. 1:41.04. Das sollte eine Top-Zeit gewesen sein. Wenigstens einmal das eine Rennen vernünftig Leistung, beendet. Beinahe, ohne Fehler, das schauen wir Nein, uns gerne Zweiter sind wir nur geworden. Naja, gut, okay. Aber wir das führen die ist Rangliste die Stunde an. Der Wahrheit in jedem Cup. Die gut, aber 180 geht schon. Naja, gut, okay. So, olalala. Sie haben den letzten Wettkampf als Zweiter beendet. Dafür erhalten Sie 400 Erfahrungspunkte und 5000 Euro. Ja, das wurde natürlich auch mal Zeit, dass wir hier wieder ein bisschen was bekommen. Wachsen, jawohl, 69%. Training, Extra-Training, was brauchen wir?
Rasante Abfahrt auf schwarze Piste. Wehe, wenn Sie stürzen, unterbieten Sie die Zeit von 1,4764. Springen Sie während der Abfahrt weiter als 88 Meter. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Daher einfach nur trainieren. Unser Fahrer ist eh schon fit genug, wenn wir ganz ehrlich sind. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Wettkampf.